Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weiz. In dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie man einen Text links oder rechts oder in die Mitte oder in einen Blocksatz setzt. Und das macht man mit dem Attribut TextAlign und ist eigentlich ganz einfach. So, ich zeige euch das mal kurz, was man damit machen kann. Ich gehe jetzt mal hier in meine Überschrift hinein und mache einen Inline-Style, einfach so. Das kann man natürlich auch oben in, also oben bei mir hier oben reinsetzen, dass man das eben wirklich als Klasse oder in die Klasse reinsetzt, aber das möchte ich jetzt diesmal nicht machen. So, also hier Text-Align. So, und ich möchte das Ganze jetzt nicht links haben, sondern in der Mitte haben, und dazu schreibe ich rein Center, upsala, Semikolon dürft ihr nicht vergessen, speichere das Ganze ab und gehen wir mal hier hin, und jetzt müsste der das Ganze in die Mitte rücken. So. So. Und da seht ihr das, ne? Er hat das in die Mitte gerückt. So, das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, das auf die rechte Seite zu setzen, und links, left, das macht er automatisch, wenn ihr gar nichts angebt. So. Das heißt, das müsste man auch nicht extra reinschreiben. Hier hat das jetzt an die rechte Seite gerückt. So. Und für einzeilige Sachen eignet sich dieser der Befehl justify oder der Wert justify nicht, aber für mehrzeilige Texte, da eignet er sich gut. Ich schreibe hier jetzt also mal rein, Style ist gleich Text, Align, ein Doppelpunkt, Justify, und dadurch wird das, werden die Zeilen bis an den Rand gerückt, also der ganze Platz, den ein Text zur Verfügung steht, von links nach rechts, der wird ausgenutzt, außer in der letzten Zeile, und das gibt diesen Blocksatz, den ihr vielleicht auch aus Windows oder WinWord kennt, aus Textverarbeitungsprogrammen. So. So, und jetzt seht ihr, der hat nur die erste Zeile, die hat er jetzt ein bisschen auseinandergezogen, und das Wie sitzt jetzt ganz hinten an dem Rand dran. So, wenn ihr jetzt das in einem kleineren Aufteilung von dem von der HTML-Seite macht, dann rückt er auch nur bis zu dieser kleineren Aufteilung dran. Also sagen wir mal, hier würde ich jetzt einen Text reinschreiben, hier in dieses Bild, und würde die Bildbreite ausnutzen, dann würde da auch nur bis zum Ende des Bildes dieser Text aufgeteilt, und dann würde er in die nächste Zeile gehen, und wenn ihr mehrere Zeilen habt, dann sieht das eben tatsächlich aus wie so ein Block. So. Das sind also die Möglichkeiten, die ihr mit TextAlign habt. Es gibt Left, Right, Center und Justify, und das könnt ihr eben für Überschriften nehmen. Left wird immer gemacht, wenn ihr nichts angebt, Right und Center eben rechts und in der Mitte, und Justify ist dieser Blocksatz. Gut, das war's für dieses Mal. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie ihr Texte einrücken könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.